Hallo und herzlich willkommen hier auf lyrella.de. Das heutige Video geht um das Thema Brechung von Licht. Brechung von Licht kennt jeder von euch, wenn ihr mal in den See schaut. Das Problem des Fischfangens, wenn ihr versucht, den Fisch zu fangen, schafft ihr das eigentlich so gut wie nie. Ihr seht zwar den Fisch und ihr trefft ihn trotzdem nicht. Das liegt nicht daran, dass der Fisch so schnell ist, sondern dass der Fisch eigentlich gar nicht da ist, wo ihr glaubt, dass er sein sollte. Nun, woran liegt es? Eben an der Brechung des Lichtes. Das versuchen wir jetzt hier ein bisschen mal zu erklären. Wenn ich also mit einem Lichtstrahl auf eine Wasseroberfläche treffe, dann kann ich sagen, die hat einen Winkel, um den sie eintrifft. Und um den genau zu bestimmen, setze ich ein Lot an. Ein Lot, das heißt, es steht senkrecht auf der Wasseroberfläche. Und dann nehmen wir einfach diesen Winkel, nennen ihn Alpha. Und wenn ich jetzt auf Licht auf Wasser treffe, also von Luft zu Wasser einen Übergang habe, dann bricht sich das Licht an diesem Übergang. Das heißt, der Winkel, mit dem es hier weitergeht, ist nicht dasselbe, sondern es ist ein kleinerer Winkel. Nennen wir ihn Beta. Also wissen wir, Alpha ist größer als Beta. Formuliert heißt es, ein Lichtstrahl wird beim Übergang von einem optisch dünneren Medium, also der Luft, in ein optisch dichteres Mittel, das wäre also in dem Fall unser Wasser, zum Lot hingebrochen. Also, wenn ich von einem optisch dünneren Medium in ein optisch dichteres Medium gehe, breche ich zum Lot hin. Der neue Winkel ist kleiner als der alte. Nun, was passiert, wenn es umgekehrter Fall ist? Also, wenn ich von dem optisch dichteren Mittel in das optisch dünnere Mittel gehe. Wir können uns vorstellen, wir haben jetzt eine Lichtquelle im Wasser. Auch hier habe ich wieder das Lot eingezeichnet, also der rechte Winkel zur Wasseroberfläche. Wir haben wieder unseren Winkel Alpha. Und nun ist so, dass der neue Winkel Beta größer ist. Also hier gilt, Alpha ist kleiner als Beta. Wenn ich die zwei Skizzen vergleiche, sehe ich, dass es eigentlich genau gleich aussieht. Das heißt, unser Licht Strahl, der Gang des Lichtes ist umkehrbar. Also es ist eigentlich egal, wie rum das Licht da durchgeht. Ich muss nur meinen Merksatz dementsprechend noch umformulieren. Ich mache es mir hier ein bisschen einfacher, damit ich alles gleich schreiben muss. Mein Lichtstrahl wird beim Übergang vom optisch dichteren ins optisch dünnere Mittel zum Lot, vom Lot weg. Weggebrochen. Das heißt einfach, Alpha ist kleiner als Beta. Nun, warum erwischen wir dann den Fisch nicht? Wir können uns mal überlegen. Stellen wir uns vor, der Fisch leuchtet. Macht das alles ein bisschen einfacher. Also wir haben hier eine Quelle L, eine Lichtquelle L. Und davon geht jetzt ein Lichtstrahl aus. Wir wissen, er wird vom Lot weggebrochen. Das heißt, der Lichtstrahl wird noch flacher. Nun, also wäre hier irgendwo unser Auge. Unser Auge, unser Hirn denkt aber, dass der Lichtstrahl, der Lichtgang ja immer gerade war. Und dann glauben wir also irgendwo hier bei L'
wäre unsere Lichtquelle, ja, oder unser Fisch gewesen. Also ich versuche hier den Fisch zu fangen, aber eigentlich ist er da unten. Natürlich geht es schief. Jetzt, was noch weiter ist, man könnte sich natürlich mehrfach das brechen. Ich meine, Licht muss nicht nur ins Wasser reingehen, es kann ins Wasser reingehen und auch wieder rausgehen. Man kann sich das vorstellen, dass hier zwischen diesen zwei Platten einfach Wasser wäre oder auch eine Glasscheibe funktioniert so. Eine Glasscheibe ist optisch dichter als Luft. Wenn ich also hier eine Quelle L habe, dann habe ich hier einen Lichtstrahl und ich breche den wieder drüben. Ich gehe vom optisch dünneren ins optisch dichtere, das heißt, mein Winkel wird kleiner. So, und jetzt komme ich hier vom optisch dichteren Mittel wieder ins optisch dünnere und dann komme ich wieder, breche ich wieder vom Lot weg. So, und dieser Anfang und dieser Endlichtstrahl sind parallel. Ich habe also wieder der Winkel hier, ist der gleiche Winkel wie hier. Und diese zwei sind parallel, sie sind nur leicht versetzt. Wenn der genau weitergegangen wäre, wäre der hier gewesen. Wir haben also durch eine kleine Glasplatte eine minimale Verschiebung des Lichtstrahls. Das gibt es mit allen Möglichkeiten zur Brechung. Also man kann an verschiedenen Dingen die Brechung beobachten. Schaut einfach wieder mal auf der Homepage www.lyrelda.de vorbei. Dort findet ihr noch viele weitere interessante Videos. Viel Spaß!